Hallo, mein Name ist Monika Regelhoff und heute dreht sich alles um das Thema Botulismus, hauptsächlich bei den Pferden. Ja, die Pferde haben mich aufgefordert, dieses Video zu machen. Also die Tiere sind im Moment sehr aktiv und meinen, ich kann vieles machen und soll vieles machen. Und so haben sich die Pferdeseelen explizit gemeldet und mir gezeigt, dass viele Pferde durch Botulismus über die Regenbogenbrücke gehen und ich sollte dieses Video machen. Okay, Botulismus, also Botulinum Bacterium, muss man denken, die meisten denken an zum Beispiel tote Mäuse in den Heuballen. Man sieht ja überall auf den Feldern die schönen plastik eingepackten Heuballen. Und wenn dann natürlich da tote Maus drin ist, kann das ganze Heu kontaminiert sein. Doch es ist nicht nur so, dass es im Heu ist, sondern es kann zum Beispiel auch, in manchen Stellen wird Silage verwendet. Auch hier bei minderwertiger Silage ist die Gefahr. Doch manchmal kommt es auch übers Trinkwasser. Zum Beispiel, wenn man jetzt Tanks auf der Weide hat, das ist öfter auch bei Kühen, und ist dort, kommt dort irgendein Tier rein oder was, kann es passieren. Ich hatte schon, dass ich auf Botulismus hingewiesen habe, sie sollen schauen im Wasser, und dann sagten die Besitzer, nee, sie haben einen eigenen Brunnen und alles gut, haben wir super Wasser. Und als sie dann nochmal kontrollierten, lag in dem Brunnen eine tote Ratte. Und die hatte das Wasser kontaminiert. Botulinum Bakterien wachsen hauptsächlich unter Ausschluss von Sauerstoff, also in so einer verpackten Umgebung. Also man findet sie eigentlich überall in der Natur und alles, aber nur wenn sie zum Beispiel kein Sauerstoff mehr bekommen, dann, man nennt dies, dann werden sie anaerob. Viele dieser Sachen gehen auf die Nervensysteme, auf solche Sachen. Die Symptome von Botulismus, gerade beim Pferd, sind oft schwankender Gang, dass die ein bisschen unsicher sind. Die Ohren hängen runter. Die Muskeln fangen an zu zittern. Und später bekommen sie Kau- und Schluckbeschwerden. Also es kann zu Lähmung führen, dass die Zunge raushängt und die Kaumuskulatur nicht mehr funktioniert. Auch Lähmungen in der Skelettmuskulatur können vorkommen oder so eine Art so Kolik-Anzeichen. Also ist oft auch täuschend ähnlich mit anderen Erkrankungen. Dadurch ist Botulismus eigentlich nicht immer so im Blick. Und was wollte ich jetzt sagen? Weiß es nicht mehr. Okay, ja, man muss es. Manche Sachen werden auch mit Herpesviren oder solchen Sachen täuschend ähnlich verwechselt oder nicht beachte. Also Botulismus ist jetzt nicht so häufig nachgewiesen, dass man sofort auf die Idee kommt, das könnte das sein. Also es gibt da so wie Tetanus oder was hat ähnliche Erscheinungen. Auch ich sage ja auch ein Herpesvirus kann diese Erscheinungen haben, wie Lähmungen oder so schwankender Gang und das alles. Also immer, dass er vielleicht, wenn er mal irgendwo im Stall oder was sowas auftritt, den Botulismus im Hinterkopf behaltet und
Eine gute Sache ist natürlich, wer mich kennt, weiß, ich arbeite viel mit Chlordioxid und diesen Sachen. Natürlich auch da das Wasser alles schon mal zu entkeimen und da Vorsorge zu leisten. Auch da vielleicht schon jetzt im Vorfeld über den Winter, wo mehr so Sachen gefüttert werden, auch Silage oder was natürlich nicht das Prickelndste ist für die Pferde, aber in manchen Stellen ist es halt so. Oder das Heu, dass man jetzt halt vorsorglich einfach schon mal immer wieder diese Kur macht und so immer das Wasser etwas entkeimt, was nicht schadet. Natürlich kann der Botulismus auch bei Rindern, Schafen, in seltenen Fällen auch bei Katzen und Hunden auftreten. Aber da ist es eigentlich weniger. Die Sterberate bei Botulismus. Ja. Jetzt läuft das Handy überall und alles. Die Sterberate bei Botulismus liegt bei 90%. Also sollte es solche Sachen auftreten, bitte sofort bei den ersten Anzeichen würde ich empfehlen, sofort entweder mit Chlordioxid anzufangen, wenn ihr euch damit nicht auskennt. Nehmt Kontakt mit euren Tierheilpraktiker oder Therapeuten oder Tierarzt auf und versucht da schon gleich dagegen zu steuern. Man weiß aus Studien und alles, gerade Chlordioxid ist der beste Bakterienkiller. Und ich sage, natürlich könnt ihr auch dem Tierheilpraktiker oder Tierarzt, dem ihr vertraut, diese Behandlung machen, die er euch rät. Und es ist nur wichtig, dies zu erkennen und dies auch dann sofort zu reagieren. Das Erscheinungsbild, also die ganzen die Symptome können von 1 bis 14 Tagen auftreten. Also es muss nicht gleich sein, weil ja das Pferd heute Heu frisst, das vielleicht belastet ist mit Botulinumbakterien, dass das sofort auftritt, sondern es kann auch erst nach 14 Tagen sein. Also das ist ein bisschen abzuwägen. Also man muss das auch eine längere Zeit dann im Blick haben. Also nicht sagen, das ist schon so lange her oder das kann nicht sein, sondern immer das Blick aufs Heu oder so haben und das im Hinterkopf haben, Mensch, der könnte was gefressen haben oder getrunken haben oder egal wie. Und das könnte damit doch noch zusammenhängen. Also das Täuschende ist auch, dass es ganz oft anfängt, als wenn er einen Koliken bekommt. Und das ist halt immer so Gratwanderung, wie schätzt man das ein und wie kann man damit umgehen? Also da unbedingt auch die Leute, denen ihr vertraut, an die Seite holen, wie Therapeuten, Heilpraktiker oder Tierärzte. Und weil, wenn es dann zu Lähmungen im Rachenraum kommt, wird es immer schwieriger, dort zu behandeln. Also manchmal sieht man auch, dass der Schweif wie gelähmt einfach nach unten hängt, dass er den gar nicht mehr bewegen kann. Dass das
Ja, der schwankende Gang, das ist natürlich auch ein Zeichen vom Herpesvirus. Also ich sage ja, man muss da sehr, sehr ja, sehr, sehr vorsichtig abwägen. Und ich sage ja, ich würde auf alle Fälle gerade jetzt im Herbst, Winter, wenn die viel gefüttert werden drinnen, da vorsorglich schon mal das Wasser entkeimen und da schon für einen Schutz sorgen. Oh, ja, was kann man noch sagen? Natürlich, wenn es zum Tod kommt, kann man obduzieren lassen, bringt aber nichts mehr, weil man weiß ja dann im Nachhinein, oft ist auch Vitamin E und Selenmangel spielt mit eine Rolle. Es ist natürlich auch, dass die Tiere auch oft schon angeschlagen sind oder das Immunsystem nicht so gut ist. Also natürlich wichtig auch hier die Ernährung schon im Vorfeld mal zu checken, ob das alles gut ist und ob man nicht da was verbessern kann. Ja, also das Schlimme ist, es kann vom Fohlen bis zum alten Hengst jeden betreffen, weil eben es in einem geschlossenen Milieu sich diese Botulinum und Bakterien entwickeln, ohne Sauerstoff anaerobt werden und dadurch diese Gefahr entsteht. Und ja, passt auf eure Tiere auf, sorgt für sie gut und vielleicht ist es ein Anreiz, hier wirklich auch schon im Vorfeld entkeimend und entgegenzuwirken. Es ist immer zum Vorteil, da zu handeln, schon im Vorfeld zu handeln. Okay. Was kann man noch sagen? Was kann ich euch noch ans Herz legen? Natürlich gibt es Botulinumbakterien auch bei Menschen. Aber ja, ich sage ja, man muss gucken, ob der Hafer in der Box, ob der sauber ist, ob nicht tote Tiere drin sind. Es sind so viele Möglichkeiten. Und ganz häufig unterschätzt eben auch das Wasser. Ja. Okay, wenn redet mit den Therapeuten, mit den Tierheilpraktikern und hier vor Ort, was ihr im Vorfeld machen könnt, was ihr da entkeimend entgegenwirken könnt, schon im Vorfeld. Und schaut auf eure Tierchen. Und dann habt ihr viel Spaß damit. Alles Liebe, eure Monika Regelhoff.